Okay, dann wollen wir doch nochmal diesen Generalist hier mal probieren. So, ja, nochmal eine random Waffe hier. Pistole, okay. Und gehen nochmal rein. Ja, beim letzten Mal hätten wir es sicherlich, wie schon gesagt, durchaus schaffen können. Aber waren dann nochmal ein bisschen greedy auf diese Materials gewesen. Einfach um halt zu versuchen, dort diese Waffe mal noch aus genügend, sagen wir mal, Geld dafür aufzusammeln. Aber gut, das muss uns jetzt nicht unbedingt nochmal passieren. Ansonsten ging es ja schon mal ganz gut aus, muss man ja sagen. Speed wäre natürlich auch nicht ganz verkehrt, da nehmen wir schon mal Range Damage mit. Das wäre hier, denke ich mal, auch ganz gut. Pistolen. Das ist jetzt die Frage, ob das jetzt so unsere präferierte Fernkampfwaffe ist. Ich würde mal sagen, wir nehmen mal das hier mit. HP hast du keinen Unterschied, ne? Nö, du hast nur diese Geschichte, dass du explizit halt diese Waffenarten ausrüsten musst. Ich denke, die Kombination von den beiden hier, das haut schon mal ganz gut hin. Dann gibt es noch ein bisschen mehr zusätzlichen Schaden hier. Also Schaden war halt wirklich kein Problem für uns gewesen. Da müssen wir jetzt natürlich mal eine zweite Waffe oder so nachlegen. Wir sehen. Der Schaden. Ein bisschen Max-HP können wir schon gebrauchen. Faust. Gib uns mal zwei Pistolen. Dann nehmen wir doch mal die mit. Dann können wir ja auch benutzen, um dann die andere jeweils aufzuwerten. Von daher, das passt schon. Bisschen Speed, wie schon gesagt. Können wir gleich wieder eintauschen? Ja, wohl nicht unbedingt. Revolver hatten wir noch nie. Vor Cooldown mit jedem sechsten Schuss. Schießt sehr schnell. Macht relativ normalen Schaden. Hat einen. Na komm, wir nehmen einfach mal mit. Hatten wir halt noch nie. Ding ist, denke ich mal, nach wie vor in Ordnung. Müsste das nicht 19 Schaden machen? Wenn ich das so richtig sehe. Wer weiß. Ich gibt es einen speziellen Grund. Vielleicht ist das dahinter angegebene 100%ige doch nicht ganz richtig. Und ich meine, als Defensiv war natürlich diese HP-Gewinnung gar nicht so schlecht. Ist okay, ich mag nicht unbedingt Minus Armor so extrem gern, aber ich denke mal, ist ganz in Ordnung. Nehmen wir ein bisschen Harvesting hier mit. 6 Max HP hier wäre jetzt nicht. Und 8% Damage. Also jetzt kommt natürlich noch mal. Ach, vielleicht hatten wir hier Minus Damage Prozente noch. Das könnte sein. Habe ich vielleicht nicht gesehen. Musst auf jeden Fall mit Laser Gun, gefällt mir persönlich ja eigentlich. Ah, es hat halt einen ziemlich langen Cooldown, ne?
haut halt schon ganz gut rein. Na gut. Ich meine, alles, was eine relativ starke Skalierung mit den direkten Schaden hat, wird mit diesem Charakter einfach am Ende auch sehr viel Schaden machen, weil er wirklich relativ leicht diese Boni dort dazu bekommt. Und das muss man halt einfach mal so sagen. Ja, ein bisschen Glück hier. Rakete, ah, wäre auch in Ordnung. Hast du die größere Effizienz verglichen mit dem Teil hier? Na gut. Schauen wir mal. Ich hoffe mal, dass wir irgendwann mal sinnvolle Nahkampfwaffen finden. Bis jetzt war da ja da noch nicht so wirklich was dabei gewesen. Und so von diesen allgemeinen Items haben wir bis jetzt halt ein paar Sachen gefunden, die uns ein bisschen Schaden verbessern und sowas ähnliches. Aber auch noch nichts von den sonstig so gern gesehenen, wie mehr Bäume spawnen oder was weiß ich, dass diese Früchte uns mehr heilen. Sowas würde ich natürlich noch gerne mehr sehen. Aber zumindest sind ja, denke ich, diese zusätzliche Erfahrung hier schon mal bekommen. Mehr Harvesting? Alien Baby. Ah, man muss sich nur beschweren. Boah, und Elemente muss nicht unbedingt sein. Knife. Stick. Ich meine, bei Stick macht halt schon ein bisschen Schaden, auch wenn man nicht extrem, weil es halt hundertprozentige Skalierung hier hat. Ist halt alles nur ganz, ne? Die hätte ich mal gern noch. Ja, wir haben ein bisschen Problem damit, die Gegner gut zu besiegen. Noch ein bisschen die Power hier. Plus 4 Engineering. Nein, das brauchen wir nicht wirklich. Ich würde mal sagen, dass das wahrscheinlich trotzdem noch gut ist mit diesen zusätzlichen Piercing
gab auch irgendwas, was den Piercing Damage an sich erhöht hat, ne? Wenn wir das noch an, dann haben wir, denke ich, genügend XP gehen. Weiß nicht, wenn es mehr als einen pierst, ob es dann der Schaden um, weiß ich, 70% und beim nächsten nochmal 70% nochmal geringer wird. Würde ja unter Umständen Sinn machen. Ja, so langsam müssen wir, wie schon gesagt, mal schauen, dass wir noch ein paar Nahkampfwaffen finden. Aber halt doch irgendwas, was mit noch ein bisschen größerer Schussfrequenz auch sinnvoller wäre. Ich mach Speed. SMG. Du hast auch Piercing. Achso, weil du dadurch automatisch eins bekommst, ne? Vielleicht ist SMG das Richtige. Es wird irgendwann schon ein bisschen mehr Schaden noch machen. Nehmen wir jetzt halt diesen Dolch hier mal mit. Aus hier. Ja, dann aufpassen, die Welle dauert noch ein bisschen an hier. Also gegen diese kleinen Gegner ist dieses SMG hier durchaus relativ nützlich. Halt auch so ein bisschen meine Idee hier. Okay. Was können wir jetzt mal dann leider nicht mitnehmen? Unfassbar starker mit den HP, das geht natürlich einfach nicht. Könnte man sich theoretisch sogar nehmen, aber wir brauchen jetzt nicht unbedingt Elemental Damage hier. Mehr Schaden. 10 mehr Glück. Ja, aber noch ein bisschen reinhauen hier. Okay, 15 Attack Speed. Das ist doch mal was. Minus Range Damage, nee, das wollen wir nicht machen. Dodge, wir sind eh noch bei 0. Wir nehmen das halt mal mit. Das ist, denke ich, nicht wert. Das ist 30% Speed. Ich jousting lerne. Auf jeden Fall auch mal was Interessantes. Hat man so noch nie. War jetzt vielleicht nicht das Richtige. Na genau, falsch rum. Die müsste Stufe 1 sein. Stufe 2, sondern die Stufe 1. Und dann würde es sich ausgehen. Dann machen wir es halt so. So.
ich das jetzt eigentlich richtig... Ach ne, genau, Tree ist ein... Genau. Also aus irgendeinem Grund gedacht, dass wir das jetzt zweimal gekauft haben, aber ich denke, das gibt's gar nicht. Ne? Das wird wahrscheinlich auf 1 wahrscheinlich limitiert sein. Uiuiui. Mal mitnehmen. Vielleicht was Besseres. Ich glaube, wir nehmen schon mal ein bisschen Armor mit. Noch ein kostenloser Reroll. Nee, ich denke mal, ein so ein Ding reicht. Er hat uns jetzt schon mal gut so viel gespart. Oh ja. Plus Max HP. Das Kill. Und es pierced sogar. Macht er dann fast keinen Schaden mehr, aber. Was sagen wir dazu? Wave 10. Wir müssen die Pistole dafür hergeben, die natürlich um einiges stärker ist. Wobei sie schießt jetzt auch nicht so viel. Wir verlieren dann unseren Range-Bonus. Das so schlimm ist, weiß er jetzt nicht. SMG würde ich nicht unbedingt so gerne hergeben. Also es ist natürlich das, was jetzt eine niedrigste Stufe hier hat. Ne? Aber wir haben gesehen, gegen diese kleinen Gegner und so ist das echt schon hilfreich. Wir nehmen das Ding einfach mal mit. Ich hoffe mal, dass uns das mit diesen zusätzlichen Materialien dann auch nochmal was bringt. Naja, hätte ich nicht unbedingt erwartet, dass Schaden anzurichten so ein bisschen unser Problem wird mit den, mit der Klasse hier. Aber gut. So ein bisschen Armor. Genau, 2 Rerolls. Oh, ein SMG, das ist gut. Dodge haben wir auch nicht. HP Regen auch nicht. Kostenloses Reroll. Das 3er SMG. Okay, das ist ein bisschen zu hart hier. Gut, wir können es uns jetzt so momentan sowieso nicht sofort leisten. Also, mal so.
HP dazu gegaint. Sekunde hier sterben. Kann man einfach mal mitnehmen. Range Damage. Der Dodge ist so schlecht, dass es keinen Sinn macht. Ah, ich habe vergessen, das SMG zu locken. Ja. Noch ein kostenloser Reroll. Klapp. Ganz ehrlich, das nehmen wir einfach mal mit. Jetzt noch irgendwas, was ein bisschen Schaden macht. Ich meine, zum Überleben müssen wir uns dann auch mal ein bisschen was überlegen, was wir da machen könnten. Wie es jetzt hier gerade schon wieder ein bisschen knifflig wird. Ja, klar, die Früchte sind ein bisschen aufgewertet, aber nicht allzu stark. Jetzt haben wir diese Range hier. Ja, Dodge ist egal. Macht das allein schon für die 20 Glück Sinn? Wahrscheinlich nicht. Also dich hätte ich schon gern noch. Versuchen so ein bisschen bei den Dicken hier hinterher zu bleiben. Also hauptsächlich natürlich die nachgespawnten, die hier diese kleinen dann. Das sind natürlich die Bösen. Also Max HP zu sammeln ist natürlich an sich eine defensive Maßnahme, ne? Das ist schon klar. Das ist zu schlecht. Das können wir mal aufwerten. Aufwerten. Ausmaxbar. Da müssen wir die
Sachen natürlich mit dazu kaufen. Zu der Medaille und so. Okay. Na mal schauen. Mindestens irgendeine Waffe dann hier ganz gut aufgewertet. Und sogar dieses Burning macht ja wenigstens ein bisschen Schaden. Auch ein bisschen Elemental mit dabei haben. Aber wir sehen. Vielleicht wird es nicht. Nee, ich denke mal, das war's. Waren zwei drauf auf einmal? Oder hat es jetzt auf einmal, also die ganze Zeit hat es ja immer 11 Schaden gemacht? Ja, komm, retry. Das können wir nicht einfach so auf uns sitzen lassen. Oh, das war ein bisschen Glück zu Beginn. HP Regen war ganz am Anfang. 2 Pistolen. Beziehungsweise die dann später zum Aufwerten, müssen wir mal sehen. Verlocken, ne? Wir probieren es mal. Ist ein Harvesting? Der Lifesteal Gun? Oh, das ist nicht mehr so eine upgegradete Shotgun, hätte schon was. Dann können wir die zwei kombinieren, um die Medical dann noch mitzunehmen. Jetzt hier natürlich kalkuliertes Risiko mit diesen 1 HP Start, aber ich denke mal, jetzt am Anfang gibt es dann auch noch keine Fernkampffeinde. Die Shotgun dürfte es ja am Anfang ganz gut sein. Ranged. So. Ja, können wir quasi schon wieder warten. Sehr gerne. Bisschen Schaden. Frühes Glück. Ja.
kombiniere. SMG war natürlich auch nicht schlecht. Wir wollen uns mal diese Mad Gun mitnehmen. Cyberball. Wenn wir das Glück relativ hoch halten, ist das gar nicht so schlecht. Minus Attack Speed. Das wäre nicht das Allergeilste. Aber interessanterweise auch, dass wir erstmal wieder fast nur Fernkampfwaffen finden. Ja. Sinnvoll, aber ne, mir ist jetzt im Kopf gar nicht so wirklich schon irgendwas richtiges Nahkampfmäßiges hier gefunden hätten. Okay, ja, hat eh schon zwei Piercing, dann macht das, denke ich mal, nicht so viel Sinn. Du pierst nicht, also ist auch egal. Upgraded. Ja, wo sind die Nahkampfwaffen? Rock, ja, ist halt auch verdammt langsam, ne? Komm, hast du mal irgendwas? Das ist wiederum sehr gut. Ja, das ist nicht gut. Sonst wird es schwierig hier, nicht Schaden zu machen. Ja. Ging aber auch hier nichts weiteres mehr. Okay, Moment, das.
Weiß ich jetzt nicht. Wir probieren das mal. Ob wir das dann hinbekommen in Welle 10. Vielleicht wird es zu hart. Aber ich denke, wir brauchen jetzt wirklich mal ein bisschen noch was Bonusmäßiges. Und irgendwie noch einen Boost, damit es hier vorangeht. Wenn wir das nicht schaffen, dann wird es sowieso nichts. Ja, wir sterben ja. Ja, irgendwie will es heute nicht zusammenkommen. Ich weiß nicht, wo wir keine Nahkampfwaffen finden. Ist ein bisschen komisch, aber naja, na gut. Dann ja, soll uns das hier an der Stelle erstmal reichen. Und ja, beim nächsten Mal werden wir es natürlich nochmal mit der Klasse probieren. Also da erstmal soweit. Bis dahin.